In diesem Video wird die Nutzung regelbasierter Kalender erläutert. Regelbasierte Kalender sind wichtige Hilfsmittel in Workload Automation. Beginnen wir damit, dass wir einen neuen Kalender anlegen. Dazu starten wir die Workload Automation Oberfläche und gehen in die Planungsdomäne. Dort im Menü Tools finden wir Kalender. Im Abschnitt Editing wählen wir neu, darunter regelbasiert. Unser Job soll jeden vorletzten Dienstag im Monat laufen. Da der Name des Jobs weniger als 20 Zeichen umfassen soll, müssen wir ihn abkürzen. In unserem Fall Second Last Tuesday. Nun können wir den Kalendertyp wählen. Für unseren Zweck eignen sich am besten Monatstage, Englisch Month Days. Dazu wählen wir Tage vor Ende des Monats. In diesem Abschnitt werden die Tage vom Monatsende rückwärts gezählt. Wir erweitern die Anzeige, danach können wir den 8. bis 14. Tag auswählen. Dann klicken wir auf Limitations und schränken auf Dienstag ein. Dies soll jeden Monat so sein, also lassen wir alle Monate ausgewählt. Wir haben hier Forecast installiert. Das erlaubt uns, das Ergebnis zu prüfen. Beim Klick auf View Schedule sieht man, dass jeder zweitletzte Dienstag jeden Monat aktiv ist. Der Kalender ist angelegt, nun klicken wir auf OK und dann Check-in. Nehmen wir an, dass unser Job nach zwei Kalendern laufen soll, dem zweitletzten Dienstag im Monat und dem letzten Tag. Dazu müssen beide Kalender dem Job hinzugefügt werden. Wenn der Job Teil eines Smart Folders ist, dann müssen alle benötigten Kalender zunächst diesem Smart Folder hinzugefügt werden. Im Tab Scheduling regelbasierter Kalender. Der Kalender Everyday soll nicht entfernt werden, weil der Smart Folder selbst jeden Tag geordert werden soll. Sobald die Kalender zum Smart Folder hinzugefügt wurden, können wir die Kalender auch zu den darin enthaltenen Jobs hinzufügen. Wie bereits beim Kalender können wir auch hier das Ergebnis prüfen, wenn Forecast installiert ist. Damit sind wir am Ende unserer Vorführung angelangt. Weitere Videos finden Sie auf unserem YouTube-Kanal.